Vielen Dank für diese Einblicke eines Insiders. Wären Sie so nett, das Mikro rüberzustellen zu Herrn Stiefmüller, denn den würde ich gerne als nächstes fragen. Sie haben ja auch bei großen Banken gearbeitet, auch bei der Deutschen Bank, bei der Citigroup. Sie sind Ökonom und außerdem Jurist. Und mich würde natürlich sehr interessieren, wie kommt es, dass Sie zu Finance Watch gewechselt sind? Oder habe ich das richtig verstanden, in Ihrem Lebenslauf arbeiten Sie eigentlich auf beiden Seiten, also jetzt als Vermögensberater zur Vermögenssicherung und außerdem auch bei Finance Watch? Von dieses Jahr, okay. Dann möchte ich schon einhaken, also im Prinzip, ich habe vor einiger Zeit ich habe mich bis vor an und für sich nicht so langer Zeit primär also mit der Beratung von Unternehmen beschäftigt. Und das ist, ich möchte an Herrn Meyer nochmal einhaken, weil die Namen und die Vorgänge, die Sie jetzt gerade hier erläutert haben, sind mir zum Teil auch aus meinem eigenen Miterleben bewusst. Mein erster Arbeitgeber war die Morgan Grenfell, also die Londoner Investment Banking Tochter der Deutschen Bank. Das, was Herr Meyer hier also dargestellt hat, dieser Prozess, den habe ich auch mit, also aus nächster Nähe und nicht mit sehr viel, Befriedigung miterlebt. Man sollte hier sicherlich einhaken nochmal und klären, was erwartet ein Unternehmen von seiner Bank. Was ist die Rolle einer Bank? Was war lange Zeit, also Herr Meyer hat gesprochen von der Deutschland AG und von dieser traditionellen Rolle der Deutschen Bank in der deutschen Unternehmenslandschaft. Hier gab es langfristige Beziehungen. Beziehungen, die, und das ist ein Wort, das man also im Bankensektor nicht mehr sehr oft hört, die also weitgehend auch auf Vertrauen, auch auf Geschäft, aber auch auf Vertrauen aufgebaut haben und auf langfristige Orientierung. Und was ich beobachtet habe bei der Deutschen Bank und auch bei anderen Arbeitsplätzen in der Industrie, war diese Hinwendung von dieser langfristigen Beratungs- und Relationship-orientierten Auffassung des Bankings zu einer kurzfristigen Transaktions- und Trading-bezogenen Auffassung. Und das war, und da komme ich jetzt also auf Ihre Frage zurück, dieser Prozess hat sich natürlich gerade dann in der Finanzkrise ganz besonders herauskristallisiert, oder beziehungsweise die Folgen dieses Prozesses sind dort zutage getreten und haben mich dann eben auch konfrontiert mit den Systemmängeln, die der Herr Meyer auch eben angesprochen hat, dass man also wirklich aus erster Hand erlebt, wie sich die Bank von ihrer ursprünglichen Rolle entfernt hat, der Realwirtschaft zu dienen. Und das ist im letzten Endes die Zielsetzung von Finance Watch. Das ist also auch meine persönliche Überzeugung. Die Aufgabe einer Bank ist es letzten Endes, Dienstleistungen zu erbringen für die Unternehmen in der Realwirtschaft. Und dem habe ich mich jetzt über Finance Watch auch wieder zugewandt. Und ist das Ihre Hauptaufgabe, habe ich das richtig verstanden, oder arbeiten Sie auch praktisch noch in der Vermögenssicherung? Nein, okay. ich möchte auch feststellen, dass ich habe nach meinem Engagement für die Großbanken selbst als Unternehmensberater gearbeitet, als Unternehmensberater für Unternehmensfinanzierungen, dort eben also wirklich mit Unternehmen aus der Realwirtschaft, um eben zum Beispiel für junge Unternehmen Eigenkapital einzuwerben, beziehungsweise
Gründern zu helfen, neue Unternehmen aufzubauen. Das war immer mein Engagement, also mit Bezug auf die Realwirtschaft. Die Vermögensverwaltung als solche ist ein Feld, mit dem ich also auch damals noch heute etwas zu tun gehabt habe. Dankeschön.